Einen herrlichen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur fünften Veranstaltung der RCCO eSport Series. Wir sind angekommen am Nürburgring, fahren den Grand Prix-Kurs heute mit 5,148 Kilometern. Ich sage ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid hier auf Twitch. Kann euch noch ans Herz legen, die World Series, die eSport Series anzuschauen. Das Ganze dann am kommenden Donnerstag in der nächsten Woche. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Kalender an, was wir bislang schon abgespult haben, wo wir schon überall zu Gast gewesen sind und wie sich dann am Ende die Startaufstellung ergibt. Ein Qualifying und zwei Rennen. Wir sind schon in Sandford gewesen, im Januar ist das gewesen, dann Sebring, Estoril, Berlin und jetzt sind wir angekommen und wir sehen schon die Mercedes-Tribüne. Eines der vielen Wahrzeichen des Nürburgrings im Hintergrund. Ja, schöner Einschlag, den wir hier haben. Da haben wir kurz Platz genommen bei Jan Sellner, dem Junior-Sport-Coach aus Lengede, der sich hier noch so ein bisschen schwer tut, die Strecke zu finden und die Ideallinie. Aber noch läuft das Warm-up, also die Jungs haben durchaus noch Zeit, sich dran zu gewöhnen an das Geläuf hier auf der Strecke, auf der die Formel 1 traditionell unterwegs ist. Streckenumbau 2002, jetzt 5,148 Kilometer, 16 Kurven und wir sehen es, es geht auch etwas bergauf und bergab, gerade im hinteren Bereich der Strecke unterwegs. Und 55 Meter insgesamt beträgt der Höhenunterschied hier auf dem Nürburgring. Die Bestzeit in der Formel 1, 1 Minute 28 Sekunden von Max Verstappen im Red Bull Honda gesetzt. Und ja, jetzt freuen wir uns auf eine spannende letzte Veranstaltung, in Anführungszeichen sage ich deswegen, weil wir haben ja noch das Superfinale auszutragen und zwar könnt ihr euch schon vormerken, am 7. Juni diesen Jahres gibt es dann eine Runde auf der legendären Nürburgring-Nordschleife auf der grünen Hölle und dafür qualifiziert sich, wer mindestens ein Podiumsergebnis gesammelt hat im Verlauf der insgesamt 10 Rennen, die wir dann haben, sobald wir den Nürburgring Grand Prix Kurs beendet haben, innerhalb der 5 Veranstaltungen. Und jeder, der teilnehmen will, muss mindestens 3 der 5 Veranstaltungen besucht, / teilgenommen haben. Also freuen wir uns erstmal jetzt auf das Qualifying und die beiden Rennen. Qualifying gleich über 3 Runden, die beiden Rennen über 7 Runden. Startaufstellung für Rennen Nummer 1 ergibt sich aus dem Ergebnis der 3 Runden Qualifying und wir schauen jetzt mal auf die Reihenfolge, wie die Jungs dann ins Quali-Rennen gehen. Angefangen bei Mirko Sellner, Roland Zumsander auf 2, dann Scotty, den wir gerade im Bild sehen, Jan Sellner, der Schüler Junior Coach, der gerade schön eingeplankt hat, Thomas Vogt, der Speedpool-Chef auf der 5, 18-fache RCCO-Champion vor Stefan Waschow auf der 6, der Entwicklungsingenieur aus dem Autobereich. Dominik Heusen, Software-Ingenieur bei Trivago, startet von der 7 vor Jens Wippermann, dem Ex-Rennfahrer und dem Eventmanager Punkt 1. Auf der 9 Steffen Walter, auch er Softwareentwickler, vor unserem Profi-Fotografen Bodo Kräling auf der 10, dann Danny Wenzel auf der 11. Position, der Volkswagen-Diplom-Ingenieur. Kameramann Paul Wingens auf der 12 vor André Dietzel, dem Volkswagen Motorsport-Kommunikationschef. Michael Niemers, den finden wir auf der 14. Er ist von Beruf Modellbauer und der erste RCCO eSports Champion. Julius Martin haben wir hier mit dabei, Startnummer 01 und unser AVD-Gaststarter heißt Ralf Pieringer. Das sind sie, die insgesamt 16 Teilnehmer hier am Nürburgring und die fahren sich gerade warm. Schöne Flecktarnfarbe, bisschen auffällig, dass das Auto von Paul Wingens, der als Kameramann auch die 24 Stunden vom Nürburgring, die DTM und die ADAC GT Masters begleitet, mich schon x-mal gefilmt hat bei DTM Fan TV und jetzt auch hier ins Lenkrad greift. Passionierter Simracer, das ist das Auto von Thomas Vogt, dem Speedpool-Chef, dem Gründer der RCCO. Vor genau 30 Jahren ist das der Fall gewesen. Die legendäre Slotcar-Rennserie und er hat sich schon 18 Mal den Titel sichern können. Seine Agentur heißt Speedpool
und ist auch mit Mike Rockenfeller verantwortlich für die RCCO eSport Series, die wir jetzt zum 5. Mal hier verfolgen. Diesmal, wie gesagt, auf dem Nürburgring. Und so läuft man sich warm. Auch Michael Niemers, den wir hier sehen, Startnummer 19 in Schwarz-Grün. Auch er sucht und greift nach der Bestzeit hier noch im Warm-up. Die Startaufstellung fürs Quali-Rennen, die bereits veröffentlicht und ausgefahren. Ja, und damit warten wir jetzt und freuen uns gleich auf die drei Runden auf den 5,148 Kilometern des Nürburgrings, die uns dann Aufschluss geben über die Startaufstellung. Derweil schauen wir mal kurz in die Tabelle. Michael Niemers, aktuell der Tabellenführer mit insgesamt 3 Siegen. Auf Platz 2 finden wir André Dietzel, den Volkswagen Motorsport Kommunikationschef, vor Paul Wingens, 1 Sieg, 3 zweite Plätze, dann Danny Wenzel auf der 4. und Bodo Kräling auf der 5. Position. Es bleibt also spannend, wer kann sich heute noch ein Podiumsergebnis sichern und damit auch den Einzug ins Superfinale der RCCO eSport Series garantieren. Das werden wir in jedem Fall wissen nach diesen beiden Läufen. Und der Grundstein ist natürlich das Qualifikationsrennen, wie bereits angesprochen, der Grundstein für den Einzug ins Superfinale. Und der Sieger des Superfinales, der darf sich dann verdientermaßen Champion der RCCO eSports Series nennen. Im letzten Jahr hat bei Race Home auf der PlayStation Michael Niemers den ersten eSport-Titel der RCCO sich sichern können, während wir Dominik Heusen hier kurz auf Abwägen gesehen haben, dass Björn Skotke, der Orga-Chef der RCCO eSport Series, in der Tabelle finden wir ihn allerdings eher im hinteren Bereich. Insgesamt Plätze so rund um die Top 5 hat er im Verlauf der bisherigen Saison für sich und sein Team sichern können. BS Power Sports heißt das Team von Scotty. Mit im Team sind Bodo Kräling, Jan und Mirko Sellner und Papa Sellner, den Sportcoach aus Lengede, den finden wir ja heute auf Pole Position im Quali-Rennen. Das AVD-Gaststartauto mit Ralf Pieringer heute hinter dem Simric. Sind wir mal gespannt, wie er sich schlägt. Das Auto in jedem Fall eine echte Waffe. 1000 PS bei 1000 Kilo Lebendgewicht. Spielt ja keine Rolle, ob die Batterien voll oder leer sind. Das Gewicht bleibt gleich. Und das Monster, das Biest, ist in jedem Fall allradgetrieben und macht jede Menge Spaß. 1,38, 7,89 ist die Zielzeit, die sich auch Julius Martin zu sichern versucht. Immer hier in schwarz-blauem Design. Gerade über den Grand Prix-Kurs jagen sehen, auf leichten Abwegen, kurz neben der Strecke, Heck verloren. Und damit war es das für die Rundenzeit. Michael Niemers für Niemers Race Cars, Cars eSports unterwegs. Startnummer 19 auf seiner Seite. Den Berufsmodellbauer finden wir auf Startplatz 14 gleich im Quali-Rennen.
Auch Ralf Pieringer groovt sich noch ein in den letzten Minuten. Quali-Rennen beginnt in knapp 5 Minuten hier. Die 3 Runden, die uns dann Aufschluss geben über die Startaufstellung für Rennen 1. André Dietzel im TV-Racing-Auto unterwegs. Dritter zuletzt beim zweiten Rennen in Berlin auf der Strecke, die die Formel E befahren hat in den letzten Jahren beim Besuch auf dem Vorfeld des Berliner Flughafens, des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Gewonnen hat das letzte Rennen Paul Wingens vor Steffen Walter und wie eben angesprochen André Dietzel, den wir auf der dritten Position gefunden haben. Anders als bei Rennen 1, da hat er sich mit seiner 59, dem TV-Racing-Auto, das wir hier im Bild sehen, den Sieg sichern können. Und zwar 4,6 Sekunden vor Jens Wippermann, Thomas Vogt, der Speedpool-Gründer, auf der dritten Position. Also auch für ihn ein Podiumsergebnis. Bodo Kräling, fünfter momentan in der Tabelle, ein Sieg bislang, das seine Bilanz. Wippermann, ein zweiter, zwei dritte Plätze, siebter in der Tabelle aktuell für den MSC Ruhr-Wenne e.V. ist der Simracing-Pionier unterwegs. Startet heute von 8, ehemaliger Rennfahrer und Eventmanager. Ist er bei Punkt 1. Ich habe parallel noch ein Auge im Chat. Solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen haben, immer gerne auf twitch.tv. Schaue ich immer mal rein und werde die nach bestem Wissen und Gewissen hoffentlich beantworten können. Nickdom, der Teamname von Dominik Heusen, den wir hier im Bild sehen. Achter momentan in der Tabelle. Während wir jetzt in die Boxengasse schauen, wo sich die Jungs bereit machen. Nur noch wenige Minuten bis zum Start des 3-ründigen Qualifying-Rennens. Früh in den E-Sport eingestiegen ist Steffen Walter, Softwareentwickler, IT-Consultant und Teamleiter beruflich und als Hobby. Früh mit Gran Turismo angefangen, dann Grand Prix 3 und nach Unterbrechungen ist er seit dem Frühjahr 2020 wieder voll dabei. Mittlerweile 32 Jahre alt und übt jede Woche sowohl R-Faktor 2 als auch Race Room, um seine Rundenzeiten zu verbessern und um das Optimale rausholen zu können. So, in der letzten Minute nochmal jeder draußen. Groovt sich nochmal ein auf die Strecke. Auf den Nürburgring Grand Prix-Kurs. So. Die Autos stehen bereit. Die Jungs sind bereit in ihren Rigs. Wir sind bereit. Und damit würde ich sagen, einer fehlt uns noch. Und dann würde ich sagen, geht's los. 3 Runden Quali-Rennen. Bei einer 5. Veranstaltung der RCCO eSport Series
zum ersten Mal auf dem Grand Prix-Kurs. Das Nürburgring lassen wir gleich, die 1000 PS-Monster frei. Ampel im Hintergrund, die Hupe und ab geht's. Schöner Start. Mirko Sellner behauptet sich da vorne wacker, aber sein Sohn kommt ihm da näher. Also Doppelführung für die Sellner-Buben. Mirko mit der 74, der Papa und dahinter der Junior. Beide sitzen in Längede in echten Rennautos. Mirko im Kart, das auf Stempeln steht. Damit wird jede Bodenwelle weitergegeben. Setzt innen an, fährt vorbei. Mirko dreht sich, wird durchgereicht. Jan Sellner sitzt im Formelkönig. Dann 360 Grad Leinwand außenrum. Also der fühlt sich wirklich wie im echten Rennauto. Ein Rick, das sich durchaus sehen lassen kann. Also ich habe bei Herstellern mal ähnliche Simulatoren gesehen. Kurzen Gastspiel, das wir in Länge der hier gehabt haben. Also Sellner, Dietzel, der Zweitplatzierte beim Gerangel, hat er sich durchgesetzt. In Orange-Weiß auf der zweiten Position. Hier sehen wir ihn, während wir im AVD Auto von Ralf Pieringer Gast nehmen, der sich tatsächlich von ganz hinten schon auf die dritte Position hat nach vorne arbeiten können. Also der weiß durchaus, wo das Gaspedal ist. Und damit gehen wir rein in die zweite von drei Runden. Sellner vor Dietzel, dann Pieringer. Aber der zweite Platz ist Dietzel mitnichten sicher. Da kommt der Angriff. Diesmal klappt es noch nicht. Größere Lücke dann auf Heusen. Dominik auf der vierten Position vor Bodo Kreling, Björn Skotke und Roland Zumsande auf 4, 5, 6 und 7. Das ist der Kampf um die zweite Position. Dietzel die Lücke mittlerweile zugefahren auf Jan Sellner in Führung. Start Nummer 15, der Junior Sportcoach, der noch zur Schule geht und zeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Der kann das Ding hier wirklich schnell um die Ecken prügeln. Aber reicht es, um sich André Dietzel vom Hals zu halten, um sich die Pole zu sichern für den ersten von zwei Läufen? Wahrscheinlich nicht. Da kommt der Angriff von Dietzel und auch Pieringer ist dicht hinten dran. Kleiner Fehler von Sellner und die beiden schlüpfen durch. Damit findet sich der jüngste Teilnehmer auf der dritten Position. Wieder Rückstand, jetzt eine Sekunde. Thomas Vogt ist dran. Das allerdings das Auto des Herrn Papa, während wir in einer Spitzengruppe mitfahren. Verfolger von André Dietzel ist Ralf Pieringer im roten AVD-Auto. Zweite Position aktuell. Tolle Perspektive. Drei Linien sind hier möglich. Aber fürs Überholmanöver hat es in dem Fall mal nicht gereicht. Machen wir einen Sprung im Feld. Björn Skotke auf der 6. Bodo Kreling einen Platz davor. BS Powersports. Das Team, also internes Duell. Während wir da hinten einen Abflug gesehen haben, ich glaube, das war Roland Zumsande, wollte ich sagen, aber den finden wir noch auf der 8. Position. Raus ist die 26 von Jens Wippermann, das zweite komplett rote Auto im Feld. Auch hier viel Staub, der da aufgewirbelt wird. In dem Fall von Roland Zumsande.
Michael Niemers sehen wir im Hintergrund, während wir hier jetzt wieder bei der Spitzengruppe sind. Der Kampf um die Pole Position, der Kampf um Platz 1 in der letzten Runde des Qualifying-Rennens. Da geht es um die letzte Kurve. Dietzel über die Linie und Pieringer wird aus der ersten Reihe starten. Dann Sellner, Heusen, Kräling, Skottke, das die Top 6 vor Wingens zum Sande. Thomas Vogt auf der 9, dann Julius Martin auf Platz 10. Walter schiebt sich da gerade noch auf die 11 und dahinter noch Wascho im Ziel, Platz 12. Tolle Veranstaltung, die wir von Ralf Pieringer gesehen haben. Hier nochmal das Ergebnis. Von ganz hinten auf die 2 nach vorne gefahren. Auf der Pole finden wir gleich André Dietzel, Jan Sellner auf der 3. Position. Vor Dominik Heusen, Bodo Kräling, Björn Skottke auf der 6. Dann Wingens, Roland Zumsande auf der 8. Vor Thomas Vogt und Julius Martin in den Top 10. Auf 11 dann Steffen Walter vor Stefan Waschow. Mirko Sellner durchgereicht auf die 13. Position. Auf 14 Michael Niemers und auf 15 im Ziel Jens Wippermann. Das also das Ergebnis nach 3 Runden hier auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Und mit dem Ergebnis starten wir dann gleich ins erste von 2 Rennen bei der 5. RCCO E-Sports Veranstaltung. Ja, ein bisschen Kleinholz hatten wir in jedem Fall schon dabei. Schöne Zweikämpfe an der Spitze. Und das macht Lust auf einige Runden mehr. 3 Runden im Qualifying, gleich beide Rennen mit jeweils 7 Umläufen, die zu gehen sind. Hier können wir schön die Elevation sehen, die der Nürburgring Grand Prix Kurs bietet. Während die Strecke lädt, machen sich die Jungs jetzt bereit für Lauf Nummer 1. Es geht um nichts Geringeres als den Einzug ins Superfinale. Am 7.6. eine Runde auf der Nürburgring-Nordschleife. Voraussetzung, ein Podiumsergebnis und mindestens 3 der 5 Rennveranstaltungen, die beteiligt gewesen sein mussten. So, und bevor wir ins Rennen starten, wollen wir uns natürlich erstmal noch die 5,148 Kilometer anschauen. Und dafür haben wir keinen geringeren als Mike Rockenfeller, der uns den Nürburgring vorstellt. Ja, der letzte Lauf vor dem Superfinale auf der Nürburgring-Nordschleife findet am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke statt. Und ist eine Strecke mit sehr viel Tradition, eine permanente Rennstrecke, auch eine ganz tolle Anlage insgesamt. Ich kenne den Nürburgring sehr, sehr gut, komme aus der Gegend und freue mich, dass ich jetzt hier mit dem EX Zero eine Runde fahren kann und euch zeigen kann, was die Strecke so in sich hat und was das Auto in sich hat. Viel Spaß! So, wir sind auf Start-Ziel und haben schon gut über 300. Wenn wir hier anbremsen für Kurve 1, hier ist es leicht, sich zu verbremsen. Die Kurve fällt stark nach innen ab. Es fällt einem eigentlich beim Trackwalk erst richtig auf. Jetzt Kurve 2 auch. Ausgang war nicht so ideal. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Fokus hier haben. Mercedes Arena hier die links, rechts, guter Ausgang ist wichtig. Nicht zu weit rauskommen, sonst wird die Runde gestrichen. Hier biegen wir normalerweise jetzt ab zur Kurzanbindung. Wir fahren ein Stück weiter.
dann hier in die Links, die ist schön, da spürt man richtig, dass die Kurve leicht überhöht ist, auch die rechts, schön raus auf den Curb und jetzt kommen wir hier runter zur Dunlop. Die können wir schön spät bremsen, ja, wirklich im V-Style das Auto drehen und dann früh ans Gas, damit man hier bergauf zum Schumacher-S hin viel Schwung mitnimmt, nicht zu schnell reinfährt. Auto nervös am Ausgang, ein bisschen gesprungen am Curb. Und hier die Bit-Kurven ist auch wirklich cool zu fahren. Man kann schön den Curb innen nehmen, Curb außen. Hier auch wieder ein bisschen innen am Curb, raus bis ans Kies. War noch ein bisschen Luft. Durch den Hatzenbachbogen wieder über 300 hier beim Anbremsen zur Vedol-Schikane. Spät bremsen, Curbs mitnehmen und dann schön den Ausgang hier erwischen zur letzten Kurve, die Coca-Cola-Kurve. Dann sind wir hier am Dorint-Hotel, linke Seite, sind wir schon wieder auf Start-Ziel. Das war eine Runde am Nürburgring. Yes, yes, ja. Ich hoffe, ihr seid alle bereit, wenn es jetzt losgeht mit dem ersten von zwei Rennen hier auf dem Nürburgring. Die Jungs laufen sich schon mal warm und gleich knallen sie alle einen raus. Freuen wir uns auf spannende 7 Runden mit allen 16 Teilnehmern. Das ist der Blick auf Start und Ziel. Das ist der Blick ins Boxengebäude. Die Jungs und Zielgerade und so schaut es aus, wenn die aufgereiht auf den Gridfeldern auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings stehen. Es ist bereitet auf Pole André Dietzel, der Sieger des Quali-Rennens. Auf 2 links im Bild in Rot Ralf Pieringer, der AVD-Gaststarter in der Nummer 77. 7 Runden sind angesetzt, die Ampel ist an, die Hupe ertönt und ab geht's. Rennen 1 ist freigegeben. Dem Nürburgring letzte Veranstaltung der RCCO eSport Series. Bevor wir dann ins Superfinale gehen, am 7.6.21 die Nordschleife unter die Räder nehmen dürfen, rempeln sich hier die ersten durch. Thomas Vogt wurde da gedreht. Einen der Jungs haben wir im Gras gesehen. Stefan Waschow in Weiß-Grün. Macht Druck auf Michael Niemers, kommt da von hinten angeflogen. An der Spitze aber André Dietzel, der Volkswagen-Kommunikator. Halbe Sekunde vor Ralf Pieringer auf 2. Dann Jan Sellner, der durch einen kleinen Fahrfehler die Führungsposition hergeschenkt hat und gerade eine Position verliert, habe ich gedacht, aber falsch gedacht, das war Papa Sellner. Den finden wir auf der 7. Position und er hat Platz gemacht für Michael Niemers, der sich da vorbei gedrückt hat und eine Position gewonnen hat. Vorgefahren ist auf die 6. Thomas Vogt mitten im Geschehen, den finden wir momentan auf der 11. Position. Unter Druck von Bodo Kräling. Und auch Julius Martin, den wir hier in Schwarz-Blau im Bild haben. Wieder einer kurz neben der Strecke im 3. Sektor. Bodo Kräling auf Abwägen, aber der nicht der Einzige. Auch Roland Zumsander haben wir da stehen sehen. Rückstand schon 22 Sekunden auf genau diesen Mann im Bild, auf André Dietzel in Orange-Weiß in Führungsposition. Eine Sekunde hat er mittlerweile knapp zwischen sich und den Verfolger Pieringer legen können. Jan Sellner stabil auf der 3 vor Dominik Heusen, Platz 4. Das ist Steffen Walter, der unter Druck ist von Paul Wingens und sich vorbei drücken kann an Mirko Sellner. Wingens jetzt auf der 8, Sellner auf der 9. 2 Runden absolviert. Und die Zeiten, die die Jungs hier fahren können, lassen sich
oder können sich durchaus sehen lassen, sind fast schon vergleichbar mit dem, was die Formel 1 hier auf der Stoppuhr zeigt, wenn die Grand Prix-Kursrunde zu Ende ist. Vascho auf Platz 9 mit der Startnummer 11, 14 Sekunden sein Rückstand nach vorn. Und das der Blick auf Jan Sellner, der unter Druck kommt von Dominik Heussen. In großen Schritten von hinten kommt er angeflogen. Kleiner Fehler und damit nur noch Platz 4 für Jan Sellner. Aber der gibt nicht auf, will sich natürlich die Position zurückholen, bleibt dran. Anhäusen. 5, 6 Zehntel nur auseinander. Roland Zumsande derweil unter Druck. Entschuldigung, Michael Niemers unter Druck von Björn Skotke. Platz 5 und 6. 7,5 Sekunden auf die Spitze aus der Perspektive von Skotke. So schaut das Ganze aus der Online-Perspektive aus. Fahren wir mit. Bei der Startnummer 4 auf der 6. Position bei Björn Skotke, bei dem die Lücke immer weiter aufreißt, anders als bei Ralf Pieringer, der Jagd macht auf den schnellsten, auf den vordersten, auf André Dietzel, Startnummer 59. Hat auch im letzten Umlauf die schnellste Runde geholt, setzt hier an auf der Innenseite beim Anbremsen. Auf diese unglaublich weite Kurve vor der Mercedes-Tribüne. Reicht aber nicht, um vorbeizukommen. Rennhalbzeit haben wir hinter uns gelassen. Finden uns in Runde 4 von 7. Und Pieringer fährt hier ein blitzsauberes Rennen. Genauso wie der Führende, wie André Dietzel. Der schenkt keinen Meter, auch keinen Zentimeter hier an den Verfolger. Der aber wirklich hart dran bleibt. Nur wenige Zehntel hinter dem Führenden. Heussen, der hat es etwas abreißen lassen. Den finden wir auf der 3. Position. Rückstand aktuell 4 Sekunden auf Dietzel. Weitere 2 Sekunden vergehen auf Michael Niemers. 4. Position. Aber das spannende Duell an der Spitze um die Führung. Kurz im Bild Mirko Sellner gesehen haben, der sich von Wippermann hier aufschnupfen lässt. Wippermann in Rot geht da innen locker durch. Platz 11 damit für den Eventmanager. Erneuter Angriff von Pieringer auf André Dietzel. Aber der lässt sich nicht so einfach überrumpeln, übertölpeln. Der hält sich da vorne einfach wacker. Kurz im Dreck war Julius Martin, Startnummer 1. Den finden wir aktuell auf der 8. Position. Dreher für Mirko Sellner wird damit durchgereicht auf die 13. Position. Wir haben heute Mittag kurz gesprochen. Da sagt er, er wird heute Abend zweimal Erster sein. Und zwar beim Start ins Qualifikationsrennen. Das den umgekehrten Stand. Der Meisterschaft zeigt, was die Startaufstellung angeht. Und ja, zu Rennen 2, ganz einfach deswegen, weil er Letzter werden wird. Und das sehen wir auch eindrucksvoll. Auf Platz 15 finden wir aktuell den Sportcoach.
der mit Sicherheit in der Pause noch üben wird und sich deutlich verbessern kann. 5 von 7 Runden absolviert. Während wir Julius Martin hier beobachten, der sich auf die 7. Position verbessern will, indem er Waschow hinter sich lässt. Aber an der Spitze finden wir nach wie vor André Dietzel. Und Ralf Pieringer findet keinen Weg vorbei am Führenden. Vorletzter Umlauf. Gerade mal 1, 2, 3 Zehntel trennen die beiden. Je nachdem, an welcher Stelle wir draufschauen. Schiebt sich immer zusammen beim Anbremsen, zieht sich auseinander beim Rausbeschleunigen. Toller Kampf und vor allem fairer Kampf, den die beiden da vorne zeigen. An der Spitze beim 9. von insgesamt 10 Rennen plus Superfinale, wie angesprochen, auf der Nürburgring-Nordschleife. Und was die beiden für eine Pace hier zu gehen imstande sind, das sehen wir an den Abständen. Während sich Mirko Sellner versucht, um eine Position zu verbessern, vorbeigehen zu können an Bodo Kräling. Aber das bleibt ihm momentan verwehrt. Ja, der Hinweis auf die Social-Media-Kanäle RCCO eSport Vision RCCO mit Hashtag. Also herzliche Einladung, immer mal wieder draufschauen. Das umweltfreundliche eSport-Racing mit Elektroautos. 1000 PS bei 1000 Kilo. Das Ganze auf R-Faktor 2 seit der laufenden Saison. Kurz hat Pieringer vorbeischauen können am Führenden, aber zieht dann wieder zurück. André Dietzel behält die Nase vorn. Wir sind in der 7. von insgesamt 7 Runden im letzten Umlauf. Und bislang macht er das phänomenal. Der Zweitplatzierte in der Tabelle. Bislang 2 Siege. Die Frage ist, kriegt er auch den 3. oder lässt er sich jetzt noch auf den letzten Metern aufschnupfen vom AVD-Gaststarter von Ralf Pieringer. Der ist natürlich ins Fäustchen lacht, wenn er hier bei seinem ersten Gaststart gleich den Sieg mitnehmen kann. Im Moment geht's noch nicht. Dietzel kontert da ordentlich. Das Ganze aus der Außenperspektive. Da drückt er sich daneben beim Anbremsen auf die Schikane. Dietzel im Gras. War das der kapitale Fehler? Ja. Pieringer kommt vorbei. Und das wirklich. Eine Kurve vor Ende und schnappt sich den Sieg bei Rennen Nummer 1, das 9. in der Saison auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Dietzel wird am Ende Zweiter. Und Dominik Heussen, auf den wollte ich gerade sagen, warten wir noch kurz, ist über die Linie gekommen, dass unser Drittplatzierter von Niemers und Skopke. Ja, spannend. Es heißt, Druck aufbauen, solange bis der Gegner nachgibt. Und das hat Ralf Pieringer eindrucksvoll gezeigt, wie es geht. Holt sich den Sieg, verdient vor Dietzel Heussen auf der 3. Dann Niemers, Skopke auf 4 und 5. Wingens wird 6. vor Waschow, Martin Walter und Jens Wippermann, der sich noch in die Top 10 hat reinfahren können. Riesenfreude im Hintergrund, dreht sich Michael Niemers. So werden Donuts gemacht. Und wir schauen nochmal aufs Klassement mit Sellner auf der 11, Vogt auf 12, Kräling, Mirko Sellner auf der 14 und Roland Zumsande, den wir last but not least auf Platz 15 finden.
Ja, großartiges Rennen. Und was wir gerade gesehen haben von Ralf Pieringer. Von hinten ging es nach vorn in der Qualifikation. Startplatz 2 im Rennen und dann ein Sieg wirklich auf den letzten Metern. Und was er sich damit verdient hat, ist der letzte Startplatz für Rennen Nummer 2. Wir haben komplett Reverse Grid. Nicht nur die ersten 10, die ersten 5, wie auch immer, das komplette Rennergebnis wird auf den Kopf gestellt und in genau der Reihenfolge, genau der umgekehrten Reihenfolge des ersten Laufs, starten wir gleich in Rennen Nummer 2. Es sind wiederum 7 Runden angesagt und wieder warten wir kurz, bis die letzten auch aus ihren Boxen rausgefahren sind, bis wir dann in die Startaufstellung reingehen können. Ja, es macht immer wieder Spaß, den EX0-Renner zu sehen. Drifts sind möglich, sehr spektakulär und enorm schwer zu fahren. Ich habe das mal ausprobiert, als ich zu Gast im Hause Sellner gewesen bin. Also Reifen, ein ganz großes Thema bei diesem Auto. Es gilt darauf, die Dinger zu behandeln wie rohe Eier, wenn man da wirklich über die komplette Distanz der beiden Rennen und der Qualifikation schnell sein will, muss man auf die Reifen achten. Ich habe ja keine Ahnung, wie viel Ralf Pieringer auf dem EX0 geübt hat, aber ich denke mal nicht, dass das Ganze mit 5 Umläufen gegessen war. Das Training, also der wird sich schon ausgiebig mit dem Auto beschäftigt haben, um solche Ergebnisse hier liefern zu können, wie wir das gerade eindrucksvoll gesehen haben, erst im Qualifikations- und dann im ersten Rennen. So, jetzt warten wir noch wenige Augenblicke, bis wirklich alle rausgefahren sind, bis wir dann reingehen können in den zweiten Lauf. Die Startaufstellung muss natürlich entsprechend geändert werden, wie eben angesprochen. Genau umgekehrt zum Zieleinlauf von Rennen Nummer 1. Das ausgefallene Design von Steffen Walter, Startnummer 37, in Gelb, Grün, Schwarz. Wirklich rattenscharfes Rennauto. Und ja, die Liveries, die jeder Fahrer hier selbstständig kreiert, seine eigenen Sponsoren mitbringt und dann auf die Autos mappt. So ein kurzes Warmlaufen noch und dann wird's wieder ernst. Dann freuen wir uns auf weitere actionreiche 7 Runden. Und 12 Minuten Rennen hier auf dem Grand Prix-Kurs am Nürburgring. Es ist bereitet. Die Jungs stehen bereit. Wie gesagt, umgekehrte Reihenfolge. Heißt Mirko Sellner links im Bild und rechts, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Stefan Waschow auf der Pole. Ampel ist an, Hupe auch und wir sind bereit. Ab geht's! 7 Runden erneut. Und jetzt gibt's jede Menge Action. In Rot hinten der Sieger von Lauf Nummer 1, Ralf Pieringer. Und den ersten sehen wir da schon neben der Strecke. Roland Zumsande hat's erwischt. Bleibt da kurz stehen, darf sich dem Feld von ganz hinten anschließen. Mirko Sellner vorne. Bodo Kräling auf der zweiten Position. Der sich im dritten Rennen seinen ersten Sieg hat holen können. Das ist in Sebring gewesen, Anfang Februar.
Thomas Vogt auf die 2. Durchgerutscht, vorbeigegangen an Steffen Walter. Bestes Ergebnis bislang, Platz 7 im dritten Rennen. Und eben war er noch auf Podiumskurs. Fällt er zurück auf 4, holt eine Position wieder auf, momentan auf 3. Hat aber Bodo Kräling im Nacken. In Gelb, der wiederum unter Druck von Jan Sellner vorbeigegangen. Während Mirko nach wie vor in Führung ist, aber die gleich abgeben wird an Steffen Walter, der richtig Druck macht von der zweiten Position. Aber Mirko hält sich sehr wacker da vorn. 3/10 aktuell der Abstand. 1,5 Sekunden dann auf Thomas Vogt, den Drittplatzierten. Der hat 1/2 Sekunde Luft nach hinten auf Michael Niemers. Bodo Kräling 1 weitere Sekunde dahinter auf der 5. Hier sehen wir das Duell rund um Vogt und Niemers, Plätze 3 und 4. Niemers Racing in Schwarz-Grün-Weiß. Der legt sich den Speedpool-Chef zurecht. Auf der 3 findet aber da auch keinen richtigen Weg vorbei. Wir sind aber erst in Runde 2 von 7, also da ist noch jede Menge Zeit für Niemers, sich den letzten Podiumsplatz zu sichern. Sellner schlägt sich wacker in Führung. Während wir mal kurz auf den AVD-Gaststarter auf Ralf Pieringer schauen wollen. 6. Position aktuell. Hat ihn also nur 2,5 Runden gekostet, fast 10 Plätze gut zu machen. Dominik Heussen drückt sich vorbei an Sellner. Die beiden rutschen raus. Pieringer freut sich, rutscht damit vor auf Platz 5. Damit einen Platz hinter Michael Niemers. Hier sehen wir ihn schon angeflogen kommen im roten Biest. Während Niemers vorbeiging an Thomas Vogt, holt sich Steffen Walter eine neue Bestzeit. Steffen Walter in Führung. Mirko Sellner nur noch auf Platz 2. Hat aber Niemers im Rücken und der drückt richtig. Der drückt sich gleich vorbei. Genauso wie Ralf Pieringer. Momentan noch auf der 5. Aber im Infight mit Thomas Vogt außenrum macht er Boden gut. Springt vor auf Platz 4. Nächster in der Reihe ist ja Michael Niemers oder Mirko Sellner. Momentan ist der Sportcoach noch auf Platz 3. Oh, wird da aber angeschubst vom Gaststarter. Und na gut, ich weiß nicht, ob er zurückgerempelt hat oder ob das Auto auf der Bremse verloren hat. In jedem Fall beide rausgedreht. Pieringer rutscht zurück. Den finden wir auf der 10., 11. Position. Während der Ältere der beiden Sellners durchgereicht wurde auf Platz 15. Wir nehmen Platz im AVD-Renner in Rot bei Ralf Pieringer bei seiner Aufholjagd. Schon wieder auf der 9. Position, während sich Wingens an Waschow erst die Zähne ausgebissen hat und in der letzten Kurve innen vorbeigeht. Setzt sich durch auf Platz 5. André Dietzel mit neuer Bestzeit. Den finden wir aktuell auf Platz 5. Pieringer gegen zum Sande auf Start und Ziel. Bessere Ausgangsposition, weil innere Linie für Pieringer. Aber auf der Bremse verliert er dann da richtig Boden und muss sich erstmal mit der 8. Position zufrieden geben. Vogt auf der 5. Der Startnummer 07. Im Genick von André Dietzel auf der 4. Walter vorne erstmal
auf und davon. Vorsprung 0,8 Sekunden auf Michael Niemers, der die Lücke aber Schrittchen für Schrittchen verkleinert. Auch Thomas Vogt fährt die Lücke zu auf André Dietzel. Gleiches Team. Ähnliches Design, der eine in Pink, der andere in Orange. Während Pieringer am Heck von Waschow klebt und sich Platz 7 sichern will. Das macht er auch, als wäre es ein Hindernis, was da im Weg rumsteht. Geht er durch, geht er vorbei an Waschow, verbessert sich auf die 7. Niemers Racing auf der 1 vor Steffen Walter. 0,4, 0,35 Sekunden der Abstand beim Überrollen der Linie. Michael Niemers mit neuer Bestzeit, der Führende. Das Ganze Anfang der 5. von insgesamt 7 Runden. Dominik Heusen hat es abreißen lassen. 3 Sekunden vergehen auf die 2. Position auf Steffen Walter. Großen Dank an die Sponsoren der RCCO eSport Series. Unter anderem BM Marketing Biohybrid, die sich hier engagieren. Genauso wie die Hamburger Speedpool Agentur. Bekannt im Motorsport für diverse Kunden. Bekannt für diverse Motorsportbücher. Abtrend, die Zeitung aus dem Hause Abt Sportsline. Und natürlich auch die Familie, die Firma, der Name Abt. Autobild Motorsport, auch die engagieren sich für eine grünere Zukunft. Und im E-Sport, genauso wie der AVD. Und Ralf Pieringer ist unser Gaststarter, bei dem wir eben wieder ins Auto reinspringen. Erneut knallt er einem ins Heck. In diesem Fall war es der Kameramann Paul Wingens, der, weil er da in der Schikane kurz von der Strecke kommt, auch seine Position hergibt, aber kämpft wie ein Löwe, hält er dagegen, muss sich dann auf Start und Ziel kurz geschlagen geben, zieht aber wieder raus, setzt sich auf die Innenseite, behält ja zumindest kurzzeitig die Nase vor Ralf Pieringer, jetzt bessere Linie, zieht aber zurück. Niemers, Walter, Dietzel, die ersten 3, dann Heusen, Vogt, Pieringer, die nächsten 3, Wingens, Waschow, Skotke. Plätze 7 bis 9. Und das ist der 6. Platzierte, der Druck ausübt auf Thomas Vogt. TV Racing Auto sind's schön in der Grafik aufbereitet. Nur 2,5 Zehntelsekunden liegen zwischen den beiden. Und es ist eine Frage der Zeit. Hier sehen wir den Angriff. Hier sehen wir das Überholmanöver. Ralf Pieringer drückt sich vorbei, erobert erstmal wieder Platz 5. So, zum vorletzten Mal durch die Schikane, zum vorletzten Mal durch die letzte Kurve. Bevor wir reingehen in den letzten Umlauf. Die 5,15 Kilometer, die jetzt noch zu gehen sind. Michael Niemers mit schnellster Runde. In Führung liegend muss er sich nicht um Konkurrenten und um Zweikämpfe Gedanken und Sorgen machen. Stabil unterwegs. Vor allem stabiler Abstand auf den Zweitplatzierten, auf Steffen Walter. Über 4 Sekunden klafft die Lücke zwischen dem Führenden und dem ersten Verfolger.
Das ist der Blick raus bei André Dietzel, zumindest kurz dem Drittplatzierten, auf das Heck von Steffen Walter. Die beiden trennen gerade mal 0,3 Sekunden. Und das der Spitzenreiter. Das Michael Niemers, das der erste E-Sport-Champion, der gerade auf dem Weg ist, sich seinen 4. Sieg in dieser Saison zu holen. Sieg beim 2. Lauf in Sandford. Sieg beim 4. Rennen in Estoril. Sieg beim 5. Rennen in Berlin. Von wegen, in Estoril ist das gewesen. Und Sieg jetzt auch hier auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Und zwar mit 4,8 Sekunden Vorsprung vor Steffen Walter auf der 2. Dahinter André Dietzel und Dominik Heussen auf der 4. Das ist das Ergebnis, das sich noch aktualisiert. Also Michael Niemers heißt der Sieger, der sich zum 4. Mal den maximalen Erfolg holt. Steffen Walter, unser Zweitplatzierter. André Dietzel auf der 3. Dominik Heussen auf Platz 4. Dann Pieringer, Vogt, Wingens auf der 7. Vor Waschow, Skotke und Kräling, der Letzte in den Top 10. Jens Wippermann finden wir auf der 11 vor Roland Zumsande und Julius Martin. Mirko Sellner auf der 14 und der Sohnemann Sellner auf der letzten, der 15. Position. Das Rennen, was wir hier gesehen haben, vor allem mit jeder Menge Action da vorne für Ralf Pieringer, unser AVD-Gaststarter. Der hat es mehrfach geschafft, von ganz hinten nach ganz vorne zu fahren, aber dann Kollision mit einem Kollegen unten in der Schikane, beide gedreht und entsprechend musste er den Kampf von ganz hinten wieder aufnehmen. Bis ganz vorne hat es leider nicht geklappt, aber ja, was soll's? Einen haben wir ja noch und zwar am 7. Juni 2021 das Superfinale der RCCO eSport Series. Dann auf der Nürburgring Nordschleife. Jeder, der auf dem Podium gewesen ist, hat sich qualifiziert, wenn er mindestens 3 der 5 Veranstaltungen besucht hat. Also, das gibt ein Gemetzel auf der Rennstrecke aller Rennstrecken. Auf der grünen Hölle. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Das war es erstmal von hier, vom Nürburgring, vom Grand Prix-Kurs aus der RCCO eSport Series. Danke fürs Einschalten und bis zum 7.6., bis zum 7. Juni zum Superfinale auf der Nordschleife. Bye, bye.